Willkommen Leute bei Let's Play Evoland. Ja, wir waren jetzt hier beim Endboss und wir gehen gleich mal ran. Ja, vielleicht besiegen wir ihn ja jetzt. Ups, jetzt bin ich da eben eingestiegen. Wir müssen natürlich jetzt hier in den Mana-Baum rein. Und wie in der letzten Folge kennen wir ja auch schon jetzt hier alles, was hier eben gesprochen wurde. Oder auch noch gleich noch gesprochen wird. Und hoffentlich besiegen wir jetzt hier den Zipiros. Ich weiß auch jetzt wie, weil ich mir das mal angeguckt habe, wie das andere gemacht haben. Aber anscheinend möchte er nicht so ganz. Und zwar muss man halt immer auf diese Augen raufhauen, die er da in den Händen hat. Boah, wo ist der denn? Falsch. Was? Oh Mist. Ah, Mist, ich war nicht lang genug dran. Ah, jetzt habe ich ihn nicht erwischt. Also ich glaube, es ist eigentlich relativ egal, auf welches Auge. Hauptsache auf eins davon. Oh Gott. Egal, aber ich habe ihn trotzdem erwischt am Auge. Gehe aber mal jetzt auch immer auf diese Hand da irgendwie so ein bisschen rauf. Okay, jetzt kann ich schlecht. Ja, es läuft ganz gut. Vor allem immer, wenn ich halt dieses mit dem Schwert dann. Okay, jetzt sind wie nur der. Okay, das ist dann hier wohl irgendwie anders. Okay, jetzt sind die auch wieder weg. Dann weiß ich, nämlich das nämlich los. So, jetzt muss ich da nämlich hin und dann darauf hauen. Und dann ungefähr zweimal und dann kann ich dann nämlich darauf hauen. So. Oh. Nicht so weit wegrennen. So, jetzt schnell dahin. Nein, armes. Wow, oh Gott, bin ich voll gegen gerannt. Schnell. Oh nein, ich drücke immer zu oft. Ach nö, ich dachte jetzt. Oha, da geht er längs, ist klar. Kein Ding, kein Ding. Also im halben Leben ist zwar jetzt nicht so geil. In einer Richtung. Aber, jetzt zurück. Ich muss ein bisschen näher dranbleiben. Ach nö. Gibt's doch nicht, ey. Ich will jetzt nicht sterben. Ich hab ihn so nah. Ich bin so nah am Sieg. Aber ich bin zu blöd. Ich bin einfach zu gut, um dran zu kommen jetzt wieder. Okay, diesmal hat es geklappt. Ich habe noch ein halbes Viertel Leben. Ach du Scheiße. Komm her, komm her, komm, 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 komm. Komm, Baby, komm. Ah, nein, daneben. Na komm. Ja, schön in die Richtung. Scheiße. Okay, nee, das mal, das lasse ich jetzt lieber. Das wäre schief, das wäre echt schief gegangen. Nein! Oh Gott! Muss ich ganz wieder machen? Ach nö, das ist doch doof. Ach, das ist aber scheiße. Da muss ich jetzt alles da nochmal machen. Alles? Das haben sie aber echt doof gemacht, finde ich. Dass man dann alles neu machen muss. Ich meine, man hat sich jetzt gerade diese zwei Hände da abgekämpft. Und dann muss man den ganzen Scheiß schon wieder machen.
der hat mich da gerade getroffen. Das ist doch ein bisschen anders als eben bei dem anderen, aber das war auch kein Deutscher, aber das ist eigentlich vom Spiel her doch eigentlich völlig egal. Das muss doch trotzdem irgendwie gleich sein. Aber egal, diesmal sieht es ja besser auf jeden Fall aus. Auch wenn ich immer halt nur einmal treffe. Und ich lag ja auch mit der Hand und so was treffen da auch nicht ganz so falsch. Also selbst auch nur noch eine Hand. Und da war ich jetzt scheiße in die falsche Richtung. Ich muss auf die andere Seite. Genau auf die hier. Nee, hier will ich nicht hin. So, jetzt geht's wieder hier mit mich los. Ja, und schön gleich mal erstmal reingelatscht. Okay, ich habe auch erwischt. Sehr gut. Aber noch genug Leben eigentlich. Oh Gott, das war knapp. Ficken, ey. Ja, genau, und dann erwische ich die noch nicht mal. Ja, genau, Alter. Oh Gott. Uiuiui. Geht der einmal so eine ganze Runde? Ah, nicht ganz. Ja. Weg mit dir. Aber da kommt noch was. Freundchen, so sieht man sich wieder. Ihr mögt meine steinerne Rüstung zerbrochen haben. Doch in dieser Gestalt könnt ihr mir nichts anhaben. Ich werde euch mit Haut und Haaren verbrennen. Oha. Oh nein, da. Okay, weil diese blauen, die muss ich nämlich abwehren. Bei den roten muss ich ausweichen. Da müsste eigentlich wieder so ein blauer kommen. Gott, warum kam da jetzt kein Blauer? Ah, Mist. Ja. Ich muss immer ein bisschen frontal bei ihm bleiben. Okay, jetzt ist ein Blauer. Sehr gut, auch den dritten abgewehrt. Nein! Ah, da hat er mich erwischt. Schon wieder rot. Da gibt doch mal noch so einen geilen Blauen hier. Haha. Vielleicht wären wir in einer anderen Welt Freunde gewesen. Ich glaube nicht. Sieg, hoffe ich. Ja. Ich zitter irgendwie ganz schön, merke ich gerade. Also, da, merkt er zittert irgendwie. Freischaltet Held, ihr habt Zypiros besiegt. Geil. Ja. So, wir sind da ja kläglich dran gescheitert an dieser doofen Rüstung, da, an dieser steinernen Rüstung von ihm. Und nun haben wir es also endlich geschafft. Da sehen wir jetzt nochmal den ganzen Ablauf von Evoland. Hier Shiro Games 3D-Grafik. 2D-Grafik kommt da. Also wir sehen hier, wie es sich gewandelt hat. Mit der Grafik eben haben wir angefangen und dann durch diese Kisten sind wir größer geworden. Wir sind durch verschiedene Grafiken, also sprich durch 2D und 3D. Jetzt durch diese Grafik haben wir auch erlebt. Dann mussten wir ab und zu wieder in die 2D-Welt, um dann nur irgendwie einen Baum zu überwinden und dann wieder in die 3D.
und so weiter und so fort. Monsterschlechter, ja, das bin nun mal ich. Heilerin war die Celine. Anscheinend ist sie leider nicht wieder auferstanden. Irgendwie dachte ich jetzt, also hatte ich so aus dem Kontext so ein bisschen gegriffen, aber war leider nicht so. Spielen ihr. Ja, also leider ist sie nicht wieder auferstanden. Sie ist leider gestorben bei dem Fight, bei dem ersten Fight gegen Zephyros. Frei nach Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, Diablo und vielen mehr. Ja, das hat man sich auch so ein bisschen gemerkt halt, ne? Dass alles so ein bisschen nachempfunden wurde. Ihr habt 85% des Spiels abgeschlossen. Okay, also die Nebengames habe ich wohl nicht gemacht. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken bei diesem kurzen Game, muss ich ja sagen. Ihr habt das Spiel gewonnen. Drückt Aktion, um den Titelbild zurückzukehren. Ja, also vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem kurzen Game. Das war ja wirklich Evoland, a short story of adventure. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken zum dritten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann bis zum nächsten Let's Play. Tschüss!